Ja, dann darf ich euch einen weiteren Maker vorstellen, den Stefan. Er hat den Sprung vom Maker zum Gründer gewagt, sprich sich gleich mit einer Maker-Idee selbstständig gemacht im Rahmen eines Startups und wird euch dazu ein bisschen was erzählen. Mit einem ganz interessanten Projekt. Ich habe mir gerade schon die Vorderachse angeschaut und habe gesagt, wenn ich mich draufstelle, dann falle ich bestimmt auf die Nase. Aber mehr dazu wird euch jetzt Stefan erzählen. Eins, zwei. Hallo. Sorry. Genau. Wer von euch ist Surfer, Skateboarder, irgendwie Brettsport begeistert? Okay, wird nicht so viel. Erzähle ich ein bisschen die Hintergründe. Ist es gut von der Lautstärke oder? Zu meiner Person, ich ein bisschen lauter, lauter. Er sagt lauter, da hinten geht's, ist gut so, okay. Ich selber komme aus München, meine ganze Jugend auf Snowboards, auf Surfbrettern verbracht, immer wieder aufs Wasser, in die Berge. Hier gibt's noch so schön 80er-Jahre-Foto, ganz tolle Gamaschen. Und in 1989 musste ich dann München verlassen, bin nach Berlin gegangen, damals noch Mauerstadt. Und recht schnell ging die Mauer auf. Der dritte von links bin ich am 9. November. Aber das Problem war einfach in Berlin, ich konnte meine Leidenschaft nicht frönen. Es gab keine Berge, es gab keine Wellen. Und deswegen bin ich wieder auf Skateboardfahren umgestiegen. Habe aber dann sehr schnell gemerkt, Mensch, eigentlich sind die Skateboards doch irgendwie doof. Weil das, was ich beim Skifahren habe, beim Snowboarden, beim Wellenreiten, dass ich einfach selber entscheiden kann, fahre ich schnell oder mache ich radikale Kurven, ist beim Skateboardfahren nicht möglich. Ich muss die Gummis, die es da gibt, extra einstellen, ob ich auf mein Fahrergewicht, ob ich ein leichtes Kind bin oder ein schwerer Typ. Und über diese Schraube hier stelle ich ein, ob ich das Brett gerade habe und schnell fahre oder locker habe und Kurven fahre. Und das ist dann sehr verwerflich oder gefährlich, wenn ich es locker habe und dann doch mal schnell fahre, weil dann fängt das ganze Brett sich an aufzuschaukeln, zu schlingern und man landet im Graben, tut sehr, sehr weh. Und da habe ich dann angefangen, im Studium Projekte zu betreiben, um das Thema Skateboarden zu verbessern. Am Anfang noch ganz riskante Sachen mit Gummis. Aber hier gab es die erste Achse, die wir auf der ISPO vorgestellt hatten, mit zwei Rädern, wo schon die Idee war, da war, über die Gravitation eine Rückstellung zu machen. Das heißt, ein System zu machen, eine Kinematik, die sich auf mein Körpergewicht einstellt. Je nachdem, wenn ich leicht bin, sind die Rückstellkräfte leicht. Wenn ich schwer bin, sind die Rückstellkräfte stark. Und das hat im Prinzip schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe da noch ein paar andere Fahrzeuge gemacht, das zeige ich gleich. Aber dieses Engagement, mich mit Kinematiken zu befassen, hat dann dazu geführt, dass ich eine Anstellung bei BMW bekommen habe, weil es dort auch einen Fahrwerksingenieur gab, der ein Skateboard machen wollte. Und wir haben dann im Jahr 2000 diesen BMW Streetcarver rausgebracht. Das war ein super schönes Projekt, hat irre Spaß gemacht. Und hier war im Grunde auch das Gleiche dargestellt wieder, diese progressive Lenkung, die sich das Brett die Brettmitte anhebt und übers Körpergewicht immer in eine Geradeausposition zurückstellt. Dieses Modell, Großvater von dem jetzigen Curveboard, hatte ich im Hai gebaut, 1995, am Ostbahnhof, wer es kennt. Alles noch geschweißt aus Stahl, Hölle schwer. Aber im Grunde war hier auch schon diese selbstregulierende Lenkung. Und das Brett hat mein Sohn vor 2 Jahren, jetzt mittlerweile 16, aus dem Keller gezogen, hat gemeint, oh, das macht richtig Spaß und so. Aber das ist einfach zu klobig. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen zu tüfteln, dann im Makerspace, der damals vor 2 Jahren aufgemacht hat, und haben dann die ersten Modelle gebaut aus MDF und Nylon. Hinten am Makerspace stand ist die ganze Evolution von der ersten Idee, wo ich die Lenkärmchen noch mit Imbusschlüsseln von Ikea genommen habe, weil die ganz einfach umzusetzen waren, die waren präzise und parallel. Das sind dann daraus dann die Stahlärmchen geworden. Und dann im November 2015 gab es dann diese erste Testfahrt im Makerspace und es hat sich wahnsinnig toll angefühlt. Also es war so einer der seltenen Glücksmomente, die man dann als Entwickler hat. Reiß mal die Arme hoch. Genau. Hier seht ihr mal so die ersten Modelle, es sind noch viel, viel mehr dazugekommen. Das ist wirklich so eine iterative Evolution, immer wieder verbessern, verbessern. Und
ich habe halt die Idee von der Bewegung im Kopf und musste das dann immer in Modellen bauen. Man konnte das nicht simulieren, man konnte es am Computer, das musste man wirklich bauen, ausprobieren, wieder verändern. Und das ist ein langwieriger Prozess. Am Ende kam dann diese Achse raus hier und es war dann letztes Jahr im Februar, März. So sieht die aus, wenn man die Kamera unten drunter schraubt. Und das war dann im Grunde der initiale Zündung dafür, dass wir gesagt haben, Mensch, das macht so Spaß. Und allen Freunden, die wir das gegeben haben, die auch solche Achsen fahren. Es gibt, muss man dazu sagen, das ist eine Surfskate-Achse. Surfskate-Achsen gibt es seit 15, 20 Jahren, kommen aus Kalifornien. Die Firma Carver Skateboards hat das erfunden, um diese Bewegung des Surfens auf die Straße zu bringen. Und die sind alle sehr agile, leichtgängige Vorderachsen, haben aber den Nachteil, dass die immer noch mit den Gummis arbeiten und den Einstellschrauben. Und ich habe gesagt, das ist jetzt eigentlich die viel schönere Achse. Und nachdem alle mir bestätigt haben, die schon diese Bretter haben aus Kalifornien, dass das besser funktioniert, haben wir uns entschieden, eine Kickstarter-Kampagne zu planen, dafür Geld einzusammeln, um dann, wenn es erfolgreich ist, eine Firma zu machen. Und so haben wir das dann auch gestartet. Damals hieß es noch Streetcarver, muss man dazu sagen, genau, da gab es dann, ich hatte eine Recherche gemacht, Marke angemeldet und dann gab es aber eine Abmahnung prompt von einem Anwalt aus Hamburg, der die Firma Carver Skateboards in Kalifornien vertritt und gesagt, ja, Streetcarver und Carver Skateboards, gleiche Produktkategorie, das ist Verwechslungsgefahr. Und dann haben wir sofort das wieder offline genommen und innerhalb von 2 Tagen den neuen Namen gehabt, Curveboard, einfach die Mischung aus Curve und Surf, das Kurvenfahren und das Surfgefühl auf der Straße. Der Name war frei weltweit, die Domains waren frei, die Rechte gab es und konnten das dann ziemlich schnell hochziehen. Bei der Kickstarter-Kampagne, wer hat schon mal eine Kickstarter-Kampagne gemacht von euch? Okay, wenige. Ganz wichtig, wenn ihr sowas vorhabt, nehmt euch wirklich ein halbes Jahr vorher Zeit, das Ganze zu planen, den Film zu machen, den Film bei Freunden zu testen, wie kommt's an, wirklich die ganzen Details zu machen, die Erklärungen. Dann verzettelt euch nicht mit Geschenken noch zusätzlich, weil viele Kampagnen die haben ihr Hauptprodukt und dann geben sie noch Cappies dazu und wenn ihr so und so viel gibt, kriegt ihr noch irgendwie die Variante. Aus Erfahrung zumindest, was ich von denen gehört habe, die zerreißt danach mit der Logistik, diese ganzen kleinen Produkte auch noch zu produzieren, zu verpacken, zu verschicken. Man hat hier mit seinem eigentlichen Kernprodukt so viel zu tun, dass man sich darauf konzentrieren sollte. Die Kickstarter-Kampagne selber wurde dann während dem Bits and Pretzels Festival beim Oktoberpitch bei einer Agentur online geschaltet. Das war eine super Sache. Auch sehr wichtig, wenn ihr bei Kickstarter Team-Like haben wollt, das ist die eigene Kategorie, wo das Kickstarter-Team in New York ihre Teamfavoriten auswählt, also Projekte, die sie selber gut finden, das läuft in der eigenen Kategorie und die werden halt auch sehr oft gesucht. Das heißt, da ist die Chance viel größer, finanziert zu werden. Und diese Teamfavorit kriegt man aber nur, wenn das Projekt auch in den USA angeboten wird. Wir hatten zuerst gedacht, wir machen es nur in Europa. Und dann haben wir aber die Beratung von Kickstarter bekommen und gesagt, ja, dann macht doch USA auch. Und prompt am Abend nach einer Stunde waren wir Teamfavorit und wurde es noch bekannter. Den Film haben wir zusammen mit meinem Sohn gemacht. Hier haben wir auch noch was gelernt. Wir haben eine Agentur gehabt, die ehemalige von der Filmhochschule, Studenten, die uns den Film erstmal kostenlos gemacht haben und wir vereinbart haben, wenn die Kickstarter-Kampagne finanziert ist, kriegen sie ihr Honorar. Und die kamen mit einer Vollprofi-Ausrüstung, mit einer Red-Kamera, wo Herr der Ringe gedreht wurde, in super, weiß ich, 6K-Auflösung, CinemaScope-Display. Am Schluss mit CinemaScope haben wir halt im 16:9 Format noch die Streifen oben gehabt. Und bei Kickstarter ist es leider so, wenn ich da auf Vollbildmodus gehe, habe ich es verpixelt, das Bild. Der läuft in der Bildschirmauflösung nur im Vorschau-Modus. Das heißt, diese ganze High-End-Filmgeschichte war da ein bisschen für die Katz. Aber wir haben im Nachhinein einen schönen Film. Dann ganz wichtig, im Vorfeld Testimonials erfinden, Leute, die das Board gut finden, die auf denen die Skateboarder hören. Links oben den Patrick Switzer, Downhill-Skateboard-Weltmeister. Michel Arendt, einer der Pioniere im Big Wave Surfing, der hat es erfunden, sich mit dem Jetski in die Wellen reinziehen zu lassen. Den habe ich in Frankreich getroffen. Dann hier Tao Schiermacher, Chef der Eisbachwelle in München. Und einige und dann auch bei Events vorgestellt. Die Kickstarter-Kampagne muss extrem kommunikativ betreut werden. Das ist sehr, sehr aufwendig. Das habe ich unterschätzt. Es kommen ständig Anfragen. Man muss die Community bei Laune halten und. Würde ich beim nächsten Mal anders machen. Hier sieht man auch so diese Kurve, das ist eigentlich normal, am Anfang geht es hoch, in der Mitte ist es dann flach und am Ende geht es dann nochmal rauf. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, gut.
So, das Projekt war erfolgreich finanziert. Ich hatte 30.000 Euro als Ziel reingestellt, relativ vorsichtig. Am Schluss ist es bei 45.000 Euro rausgekommen. Dann werden die 5% von Kickstarter abgezogen und 3% von dem Finanzdienstleister, der das Geld einsammelt. Und dann kommen nochmal circa 2-3% Abzüge von den Bietern, deren Kreditkarte nicht gedeckt ist. Also ich bin dann bei 40.000 oder 39 wurden dann überwiesen. Und mit dem Geld konnte ich dann mal starten. Wir haben ein Ingenieurbüro eingestellt, ein Designbüro. Nochmal auch, ich bin selber Industriedesigner, aber mache de facto nicht mehr, sondern denke mir Produkte aus. Und ich habe über ein anderes Projekt einen sehr guten Freund in China, mit dem ich seit 10, 20 Jahren gut zusammenarbeite und der auch Skateboards produziert. Und dann sind wir gleich nach der Kickstarter-Kampagne, 2 Tage später, wir haben schon in der Hoffnung vorher, 2 Monate vorher die Tickets gebucht, nach China geflogen, nach Hongkong. Und zufällig, es war ein Halloween-Wochenende jetzt im November und da war die Hölle los. Und wir hatten riesen Spaß und dann sind wir von Hongkong nach Shenzhen rüber. Hier sieht man dann die verschiedenen Hersteller, Aludruckus, Stahlgießerei, die Skateboard-Firma. Das ist eine Skateboard-Firma, die 1 Million Bretter im Jahr herstellt, die eine der also die meisten bekannten Marken überhaupt. Und sie verarbeiten auch kanadischen Ahorn. Das sind Wasserbecken, da kommen jedes Jahr 40 Container mit Balken aus Kanada an, die dann dort verarbeitet werden. Und wie so ein Baumstamm zu einem Skateboard wird, das zeigen wir mal hier. Das ist also eine ganz einfache Furnierschälmaschine, aber da wird aus einem Balken Sperrholz gemacht in einem Schritt. So, okay, ja. Gut. Also, dann wichtig war bei dieser Reise in China, die verschiedenen Lieferanten zu sehen, weil wir werden bei dieser Achse, die ihr dann hier seht, wir werden Alu-Druckus-Teile haben. Aber es gibt hier 2 Ärmchen links und rechts, die diese Achsschenkellenkung im Grunde ermöglichen. Und die Kräfte sind doch gewaltig da drauf. Wir haben es im FEM berechnet. Und diese Ärmchen müssen aus Stahl gemacht werden. Und deswegen verschiedene Hersteller uns angesehen und wussten dann, in welcher Technologie wir das machen. Und dann ging es ins Design. Da haben wir eine Skizzenphase gemacht und die Zeichnung links oben war dann im Grunde so der Key-Sketch, wo wir gesagt haben, okay, das ist der Charakter, der ist cool. Und unten das Produkt, was dann rausgekommen ist, ist dann auch sehr nahe an dem Ganzen dran. So schaut jetzt das Brett aus. Wir haben bewusst gesagt, wir wollten schönes Bambus machen, hochwertige Optik, auch die Achsen, alles poliert. Und dann haben wir uns im Herbst noch angemeldet bei der ISPO, die ISPO, größte Sportmesse der Welt hier in München, jedes Jahr im Februar. Vergibt jedes Jahr einen Wettbewerb für neue Sportmarken, also ein Produkt und die Marke außenrum, um das zu fördern. Und da habe ich mich angemeldet und wir sind nicht Gewinner geworden, aber Finalist. Gewinner kriegt einen Messestand umsonst auf der Messe. Also so ein Messestand zahlt man locker 50.000, 60.000 Euro dann für die 4 Tage. Und wir haben einen subventionierten Stand bekommen für 1.200 Euro und konnten es da dem Fachpublikum vorstellen. Und es war ein Riesenerfolg. Das war der Stand hier links, eine Riesenecke. Und zusätzlich habe ich aber dann noch in der anderen Halle, wo die Skateboarder sind, sieht man schon eher hier mit den Bierflaschen und so, ein bisschen rustikaler, auch noch einen Stand dazu gebucht, weil das Longboard-Magazin ist das Deutsche, die das Thema Surfskaten extrem propagieren. Longboarden ist seit 2-3 Jahren am absteigenden Ast. Im letzten Jahr wurde fast nichts mehr verkauft und die Redakteure kriegen auch keine Geschichten mehr von den Fahrern, weil es einfach tot ist. Es ist, hat sich einfach rausgestellt, es ist irgendwie langweilig. Ich habe einen riesen Prügel in der Hand und wenn ich fahre, komme ich nicht um die Ecken in der Stadt rum. Man kann relativ wenig Tricks mitmachen. Und das Thema Surfskaten kommt immer stärker jetzt nach Europa. In Spanien ist es schon extrem populär. Da sieht man fast nur noch diese Bretter fahren. Es gibt auch 2 Marken aus Spanien, die dort produzieren. Und in Deutschland wird das jetzt auch immer mehr hier ankommen. Und das Magazin promotet das jetzt. Deswegen waren wir eigentlich mehr in der Skateboardhalle als dort. Und jetzt bräuchte ich nochmal Ton für den Film, damit ihr seht, wie sich das anfühlt und wie es aussieht.
Gut. Das Brett wird von uns nur online im Direktvertrieb angeboten, kein Fachhandel, und wird jetzt ab August auslieferbar sein. Und alle, die jetzt vorbestellen im Onlineshop, kriegen garantiert die Bretter im August. Ansonsten muss man für die nächste zweite Lieferung warten. Wir machen gerade verschiedene Touren in München. Es war jetzt den ganzen April schlechtes Wetter. Im März haben wir viel Veranstaltungen gemacht. Sobald es schön ist, werden wir auf Facebook auch wieder ankündigen, zum Testen was anzubieten. Gibt es Fragen? Fragen aus dem Publikum. Also ich habe natürlich sofort eine Frage. Wenn ich so ein Brett jetzt kaufe, wie viel kostet es? 299 Euro. Okay, die Kickstarter-Kampagne, die ist schon vorbei, haben wir gehört. Genau. Wo stellt ihr die jetzt dann her? In China oder mit dem... Nee, es wird in China produziert werden. Es ist kostenseitig nicht anders darstellbar. Von den Werkzeugen ist leider so. Aber auf der anderen Seite sind die Jungs so engagiert und so gut von der Qualität. Sowas ist schwierig hier zu finden. Wow, also ich finde es total cool. Ich muss mir das jetzt auch glatt nochmal anschauen. Gibt es sonst noch Fragen hier aus dem Publikum von euch? Den einen oder anderen Surfer, Boarder? Nee. Da hinten? Nein? Nein. Okay. Ja, okay. Ja, doch, eine Frage hier aus dem Publikum. Achtung. Danke. Also Kapital von 30.000 Euro hört sich nicht so viel an erstmal. Allein kann man erst nur die Kinderreise vielleicht finanzieren. Für was würde das Geld dann verwendet, sozusagen, was eingesammelt wurde? Also... Das Geld hat natürlich hinten und vorne nicht gereicht, die 40.000 Euro. Wir haben dafür CAD-Entwicklung gemacht, wir haben Designentwicklung gemacht. Wir haben Prototypen bauen lassen für die Messe. Die wurden alle aus dem Vollen gefräst. Es gab Reisen, ich musste ein Büro anmieten. Also das ist dann ziemlich schnell weggegangen. Und mit Banken ist es sehr, sehr schwierig, solche Projekte zu finanzieren. Muss man ganz klar sagen, das ist hier in Deutschland nicht so die geeignete Umgebung dafür. Und der Fahrer, der am Schluss am Film drauf ist, ist ein Freund, der das seit Jahrzehnten mit mir auch schon betreibt und meine Projekte verfolgt. Und er ist jetzt als Gesellschafter mit eingestiegen, hat ein Gesellschafterdarlehen gegeben und jetzt machen wir es zu zweit. Ja, sonst noch Fragen aus dem Publikum? Oder hat die Frage beantwortet? Noch eine? Die Kontakte zu den Leuten, die Testimonials gegeben haben, den Stars sozusagen, bestanden die schon oder wie sind die zustande gekommen? Einfach hingegangen. Also das ist entstanden. Also zum Beispiel der Patrick Switzer ist über einen Hersteller aus Zürich, Skateboard-Hersteller gekommen, den ich auch über einen Studenten, den ich unterrichtet hatte, gekommen ist und der gemeint hat, ja, dieser Downhiller könnte sich dafür interessieren. Dann hat er eben die Achse gegeben und dann haben wir uns mal getroffen in der Schweiz. Und dann hat er gesagt, okay, finde er gut, können wir was Nettes schreiben. In Frankreich den Wellenreiter, das war eine Airbnb-Wohnung und unter mir zufällig hat er gewohnt und wir haben uns kennengelernt. Und die anderen am Eisbach und sonst wo einfach zufällig kennengelernt. Also das sind manchmal Schicksalsthemen, wo es einen hintreibt und dass man genau die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennenlernt. Hat die Frage beantwortet? Dann vielleicht noch eine Frage von mir. Ich beschäftige mich auch relativ viel mit Crowdfunding, Crowdinvesting etc. Du hattest gesagt, du würdest einige Sachen anders machen. Kannst du vielleicht dazu noch die zwei größten Lessons learned sagen? Was würdest du anders machen? Was würdest du anders planen? Also ich würde die Kommunikation vorher noch stärker betreiben, als ich es gemacht habe. Ich habe durch dieses Projekt einen Kollegen bei der Unternehmertum, bin ich erstmal auf Facebook richtig aufmerksam geworden, wie man damit Werbung betreiben kann und es nutzen kann für eine Firma. Das haben wir noch zu zaghaft betrieben. Das müsste man länger vorher machen und intensiver. Und ich meine, Werbung schalten kostet nicht so viel bei Facebook. Da kann man ein bisschen ruhig ein paar Euro in die Hand nehmen. Und während der Kampagne auch noch stärker sich Zeit nehmen oder jemanden holen, der noch Zeit hat, diese ganzen Anfragen zu beantworten. Weil es kommt auf allen Kanälen, über Skype, WhatsApp, also Facebook Messenger, SMS, E-Mail. Also überall knallen die Anfragen rein. Und wenn man da nicht innerhalb von ein paar Stunden antwortet, sind die ersten angefressen und gibt irgendwie blöden Kommentare. Also da
und das Ganze auch noch breiter zu streuen. Wir haben versucht, während der Kampagne ganz viele Events zu machen. Also Bits and Pretzels war das erste. Dann haben wir mit Makerspace in der Stadt eine Aktion gehabt. Dann haben wir nochmal Testfahr-Event angeboten und. Aber im Grunde muss es kennt einfach das Produkt am Anfang niemand. Und das ist einfach richtig beinhartes Marketing und Werbung, die man da betreiben muss. Hilft natürlich, wenn man Journalisten hat oder Blogger, die das am Anfang reinbringen. Also da, Netzwerk ist da alles. Ja, wie bekannt, spread the word. Ja, es hat mich sehr gefreut. Weiß ich nicht, gibt es noch die eine oder andere Frage aus dem Publikum? Also die Modelle könnt ihr hinten am Makerspace-Stand euch angucken von der ersten Idee. Ich wollte gerade fragen, ob man auch Probe fahren kann. Hier in der Seite ist ein bisschen Platz. Wer Lust hat, kann eine Runde drehen mal. Alles klar. Gut, wie gesagt, am Makerspace, du stehst bestimmt auch noch für persönliche Fragen weiter dann zur Verfügung. Ich sag vielen Dank.